Joyce heute mal wieder mit dem improvisierten Familiensketch. Wie immer mit dabei Papa Harry, Mama Brigitte, Töchterchen Maria und ihr neuer Freund Marc. Und heute sind unsere Special Guests zwei Geisterbeschwörer, denn bei Brigitte und Harry spukt's. Ja, Harry, hör doch bitte auch mal zu jetzt. Das ist wirklich wichtig, weil ich hab's euch noch nicht gesagt, bevor ihr da wart, weil ich dachte, dann kommt ihr vielleicht nicht. Hier spukt's nämlich. Ja, in deinem Kopf spukt's. Nein, der Hahn tropft unerklärlich, der Fernseher geht an, der Kühlschrank rauscht, der Harry riecht in letzter Zeit sehr komisch. Also okay. Und da bestellst du uns her? Nein, also ich wollte es euch nur vorher nicht sagen, weil ich bestelle euch doch nicht her. Ich habe dafür extra Professionelle bestellt beim Geisterbeschwörer. Nur so für euch als Info, die beiden Geisterbeschwörer sind in echt Zauberer. Und in diesen Sketchdreh haben wir einfach mal einen Prank eingebaut an Marc und Maria. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist unten verlinkt. Schaut ihn euch an. Lohnt sich. Hey, so, mega. Die müssen jetzt jeden Moment da sein. Können wir denn so mit kommunizieren? Und so mit dem Geister? Ich hoffe doch, also beziehungsweise nee. Ich hoffe, die treiben die raus, die Geister, ne? Ach, da sind sie ja! Kann ich einmal um Maria laufen? Guten Tag. Harald, Major Ilk, hallo. Das ist mein Mann, der Harald Ilk. Meine Tochter, schwanger, Maria. Und ihr komischer Freund, ja. Toll. Also, hier ist nehmt viel doch zu Platz tun. In meinem Reich hier. Ob man die Geister schon merkt, ich glaube, es sind mehrere. Aber da haben wir was zu tun jetzt, ne? Wir werden sehen. Genau, setz mal. Voll spannend. Platz. Ja. Marc, bitte. Ja, du hast mir auf den Fuß getreten. Ich schien nicht mal meine Frau an. Mann. Nein, das hat sich auch nicht geändert, ne? Ja. Gut, also wir brauchen dringend Ihre Hilfe, weil hier in der Wohnung ist mindestens ein Geist unterwegs. Und zum Beispiel riecht der Harry in letzter Zeit sehr komisch. Das ist doch jetzt Quatsch. Man kann nicht alles auf Geister schieben, ne? Das ist, Nein, aber das ist ungewöhnlich, dass er so stinkt. Haben Sie sich auch irgendwie im Haus bewegt? Oder? Ja, also der Wasserhahn tropft. der Kühlschrank. der Fernseher geht an. Es kann natürlich der Harry sein, der den ständig wieder andrückt, aber das habe ich dann halt nicht mitgekriegt. Ja, und das ist dann der Grund, weswegen du meinst, hier die zwei Kollegen in mein Reich einzuladen. Ich spüre das einfach, Harry. Unruhe zu stiften. Du weißt, was für eine gute Intuition, was für ein gutes Bauchgefühl ich habe. Ja, und mein Bauchgefühl sagt mir ganz klar, ich sollte gehen. Wir haben aber noch einen Termin. Das ist doch spannend. Nee, Schatz. Doch. Du bleibst mal schön. Ich weiß gar nicht, warum wir hier dabei sein sollen. Mal gucken, was für ein Geist in deiner Seele steckt. Nee, ja. Das will ich eben nicht gucken. Nee. Doch. Nee. Marc, sonst machst du mal den dicken Macker, ja? Und jetzt auf einmal deine Eier so klein. Ja, ich möchte nur mal wissen, warum wir hier sind, weil es ist ja euer Geist und nicht mein Geist. Und weil du zu unserer Familie jetzt gehörst. Ach, jetzt gehört leider. Viel Energie bekommen. Ja. Ja. Und das könnte auch der Grund sein, warum das die Geister angezogen hat, wahrscheinlich, weil die merken, was hier für. Genau, man merkt es tatsächlich oft, ne? Dass es einfach so unterbewusst irgendwie die Stimmung beeinflusst. Und wenn das der Beweis für euch ist, dass ich Maria wirklich liebe und guter Vater bin, dann mag ich das auch mit euch, okay? Du bist ein Mann der Tat. Ja. Ich bin schnell erschrocken. Nein, Harry. Gut, also wie geht man dann davor bei sowas? Genau. Wir haben Experimente mitgebracht. Wir sagen bewusst Experiment, weil wir wissen nicht, ist ein Geist überhaupt hier, hat er Lust zu kommunizieren, hat er Lust irgendwas überhaupt mit uns zu machen. Mhm. Bevor wir loslegen, was echt total wichtig ist, wenn es irgendjemand nicht gut geht, wenn irgendjemand wirklich das Gefühl hat, ich entdecke gerade an mir irgendwas, was ich nicht kenne, dann bitte Stopp sagen. Genau, das ist noch Stopp, nicht Stopp, Stopp. Gegangen, aber was erkennst du denn an dir nicht? Also, mein ganzer Körper ist am Shaken. Aber die Geister kommen dann hinterher, ziehen die schon aus, ne? Ja. Wir sind sehr gute Geister. Genau, könnte man die auch hier behalten, wenn das jetzt Kumpels wie so von mir Haustier werden? Oder ja, so. Genau. Vielleicht könnt ihr dann auch mal auf Marias Baby aufpassen. Oder? Genau. Ja, also die Idee ist natürlich schon, dass das Marias Baby, das ist doch euer Baby, ja, oder ja. Nicht? Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Ach so. Das ist total wichtig, dass wir überhaupt erstmal wissen, ob ein Geist hier ist. Ja, wir sind jetzt in einer Altbauwohnung, das ist grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Altbau sind wahrscheinlich auch schon Menschen gestorben, aber wir
benutzen meistens so ein Stückchen Holz. Das ist ein entweihtes Holz tatsächlich. Entweiht? Genau. Was heißt das? Was heißt das? Wie entweicht das? Genau, genau, genau. Man nimmt quasi erstmal ein Stück... Wie geht man drauf, Harry? Genau. Ich muss dir gleich irgendwo rein, wenn er so weitermacht. Man sucht sich quasi in irgendeiner Art und Weise, ne? Tut aber weh. Weiße, genau. Lass die Hände mal ausreden. Genau. Nee, man sucht im Prinzip einfach ein geweihtes Stück irgendwas. Das kann Holz sein, kann Stein sein, was auch immer. Und dann entweiht man das sozusagen wieder. Wir würden jetzt gleich zusammen den Geist rufen. Ja, das muss jetzt nicht, da hat jeder seinen eigenen Zugang. Ja, also es ist so völlig okay, wenn man das so für sich macht. Ist auch okay, wenn man es laut ausspricht. Geist, bist du hier? Ja, ist auch okay, wenn ich den Raum dann verlasse. Das ist wahrscheinlich. Genau, lass dich einmal drauf einmachen. Und was jetzt wichtig ist, dass jeder für sich seinen eigenen Zugang findet. Nur Augen geschlossen ist meistens kein offenes Zeichen für den Geist. Das nur einfach mal so. Kein was? Einfach die Augen nicht geschlossen halten. Hm. Genau, versucht euren eigenen Zugang zum Geist zu finden. Geist. Weißt du, du sollst nicht die Augen zu. Mama, du sollst nicht die Augen zu. Ach, ich dachte, ich soll. Nein. Ach so. Ja, ruhig, ein bisschen zuhören. Da hat die Brigitte wohl nicht richtig hingehört. Oder wenn du hörst, wir kommen wirklich in Frieden. Nee, komm. So? Oh nee. Oh nee. What the fuck? Aber das hat er doch so angelehnt, oder? Das hat keiner den Tisch berührt, richtig? Ja. War doch so. Okay, krass. Also das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Dass, ja. Also so deuten wir es mal. Ich find's, wenn das ein weiter entfernt wird, ist das ein gutes Zeichen? Ich glaube nicht. Also das heißt jetzt noch nicht, dass das ein schlechter Geist ist. Das könnte ja nein. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, dass durch dieses entweihte Holz uns gezeigt wurde, dass ein Geist anwesend ist. Wir wissen jetzt eventuell, dass irgendwas hier ist. Ein Geist, irgendwas. Aber was wir halt nicht wissen, ist, ob er überhaupt mit uns kommunizieren will oder einfach keine Lust hat. Wie geht es? Wir fassen uns wieder an den Händen. Es geht gerade ganz schnell nicht. Alles. Und Wahnsinn. Geist, möchtest du mit dem Harry heute arbeiten? Geist, bist du heute für mich da? Ist die Flamme verrückt? Okay. Geist, möchtest du mit mir arbeiten? Nein, Marc. Wir versuchen jetzt so ein bisschen mit dem Geist die Verbindung aufzunehmen und mal so ein bisschen zu schauen, was ist jetzt möglich. Das heißt, dass ausgerechnet der Marc hier der Held sein soll, der den Geist aus der Wohnung vertreibt, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Also kriegt ihr vielleicht das Marc auch der Schlüssel am Ende. Ja. Wir werden es. Genau. Glaube ich zwar nicht, aber... Man kann nicht vielleicht hat Marc mit dem bösen Geist was zu tun. Vielleicht steht er mit dem in Interaktion. Vielleicht ist der lieber da. Nee, eben nicht. Das heißt, alles, was wir jetzt hier machen, ist nur um die Präsenz des Geistes zu erkennen und zu spüren. Und loszuwerden auch. Richtig. Das kommt dann im nächsten Step, aber wir versuchen jetzt einmal so ein Experiment mit diesem Geist zu machen. Ja. Dann würde ich dich jetzt einfach mal bitten, vielleicht denkst du mal an eine Person aus deinem Leben, okay? Zum Beispiel den mit dem Popcorn, den Kumpel. Das ist doch und mein Sohn. Schreib es am besten so auf, dass wir das nicht sehen, weil sonst... Einfach nur den Namen. Ja. Einfach nur den Namen, genau. Vorname. Ich. Und wenn du geschrieben hast, reiß den Zettel am besten ab. Ja, genau, reiß den Zettel ab. Falte ruhig auch irgendwie zusammen. Ja. Gibt es irgendwie Codewort für aus? Stopp. Nein, alles. Doch, es gibt's. Gib ihn hier in die Schale. Okay. Fass mir seine Hände. Was? Achso, ja, steuert es dann quasi. Ach, das ist okay, deine Hand. Das kriegst du mal raus. Das ist ja interessant hier. Maria, magst du? Ja, seid ihr Clowns, oder? Wenn jetzt hier gleich was passiert und der Zeiger hier auf irgendeinem Buchstaben stehen bleibt, dann notier den einfach für mich, okay? Und nicht aussprechen. Genau, das ist wichtig. Also nur die Buchstaben, die du siehst. Maria, bist du bereit? Ja. Ich stelle dir das mal ein bisschen in die Nähe. Schon stopp? Ja. Ich hab's nicht verstanden.
Spitzname, oder? Mhm. Wirklich? Ja. Ich dachte vielleicht Maria auch, aber... So wichtig bin ich dir anscheinend nicht. Also nur ganz kurz um... So der Geist, der ist ja schon länger hier. Der Geist ist schon länger hier. Harry stinkt jetzt so seit circa einem Monat. Okay. Ja. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Harry, hast du den Geist schon mal irgendwo gesehen? Das ich hatte diese, ja, diese leicht erotisch feuchten Träume. Und das ist wahrscheinlich dann eher Brigitte gewesen, ne? Ah, zumindest. Glaube ich nicht. Also ein weiblicher Geist vielleicht. Ja. Okay. Wir hatten die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch im Internet tatsächlich mal gelesen, dass wenn der Geist den Namen rückwärts buchstabiert, ist es eher wahrscheinlich, dass es eine negative, negativ behaftet ist. Das war vorwärts. Das war vorwärts. Ja, okay. Nee, nur nicht, dass wir jetzt... Rückwärts und sehr gruselig. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das... Schon mal ja nicht. Also Maria, bitte. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein positiver Geist ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben tatsächlich auch noch was da und da einfach noch ein bisschen Klarheit reinzubringen. Auch in welche Beziehung steht der Geist. Was Tarotkarten, ist das für euch ein Thema? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Ein bisschen. So. Ja, ich habe mir mal die Karten legen lassen, aber da war das ein riesiges Tarotkarten-Set. So im Kreis gedeckt? Genau. Das sind quasi so die fünf Säulen, die... Großen Arkanen. Genau, die einfach wichtig sind für so die großen Themenbereiche. Ne? Brigitte, was total interessant wäre eigentlich, ist ja, weil... Also es ist ja deine Wohnung, du hast uns gerufen. Richtig. Und bisher wollte der Geist nur mit Marc kommunizieren. Mhm. Was vielleicht wäre es ja interessant. Gut. Weil was ja interessant wäre, ist, wenn... Ihr beide, wir halten uns einfach komplett raus, versucht mit dem Geist zu kommunizieren, ob ihr mit demselben Geist kommuniziert am Ende. Ja. Könnte ich die Tarotkarten auch fragen, ob meine Tochter mit Marc in 10 Jahren noch zusammen ist? Das kannst du auf jeden Fall machen. Aha, wäre schön, wenn da... Bitte. Ah. Absolut. Die Idee ist folgende. Du versuchst gleich, ein Zeichen zu empfangen vom Geist. Nimm wirklich das, was intuitiv am besten zu dir passt. Genau. Brigitte muss ich auch drauf fokussieren. Leg's einfach verdeckt auf den Tisch. Signal habe ich jetzt instant nicht bekommen, aber ich hab's... Nein, alles gut. Alles gut. Okay? Oh, welche Karte spricht mich denn an? Ich fühle da eine große Attraktion zu dieser Karte. Alles, was das beweisen kann, ist, dass Brigitte auch du, also nicht nur Marc, den Kontakt zum Geist hat, sondern dass auch du den Kontakt zum Geist einfach herstellen kannst. Marc, darf ich nachgucken, was du genommen hast? Du hast die Kaiserin genommen. Ich habe die auch genommen. Gut, jetzt kann ich ehrlich sein, wenn es nicht identisch gewesen wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Was? Aber warum hast du die? Die hat mich auch so angezogen. Ja, ja, alles. Okay. Wir müssen was aufpassen. Der Geist wird auch nicht ewig diese Spielchen mit uns machen wollen. Also wir haben das schon relativ ausgereizt. Lass ihn uns doch einfach mal befragen, ob er noch Lust hat, was mit uns zu machen. Ja. Da meinst du über die Tarotkarten? Über die Tarotkarten. Konzentriere ich mich auf die Tarotkarten. Genau. Was? Wer? Ich? Ja gut, aber es wird jetzt nicht... Oh mein Gott. Was war das? Das hatte ich gewählt. Also, er möchte noch was mit uns machen. Heißt das ja oder nein? Ja. Nein! Aber warte mal. Der Teufel. Was? Wir sollten abbrechen. Ja. Okay, Maria, du fängst an, ne? Ich fang an. Check mein Instagram. Check mein Instagram-Kanal. Es war auf jeden Fall ein sehr nervenaufreibendes Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt und was eure Erfahrungen damit sind. Und checkt unbedingt alle Leute aus, die an diesem Tisch sind. Unter anderem unsere Geisterbeschwörer, alias Zauberer. Und checkt auf jeden Fall unbedingt das andere Video ab. Ja, war richtig. Das war mein Text. Marc ist noch ein bisschen durch den Wind. Ja, ich bin komplett. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay.